Nehmen wir an, dass das unten gezeigte Netz keine Risse hat, aus einem Stück besteht und am Ufer beginnt und endet. Wie viele der sichtbaren Fische würden dann damit an Land gezogen? Hä? Los. Was, was? Nehmen wir an, dass das unten gezeigte Netz... Wo ist da ein Netz? Ja, das frage ich mich auch gerade. Kann das die Linien sein, oder was? Oder das war... Nee, das weiß es wahrscheinlich... Nee, das weiß es die Spiegelung. Ein Stück ist... Das begibt. Untere... Ach, jetzt... Ja, ist klar. Hä? Ja, ein Stück steht am Ufer, beginnt und endet. Wie viele... Okay, müssen wir mal erzählen. Ach so, es muss am Ufer beginnen und enden, ne? Mhm. Lass gucken, welche nicht sind. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, eigentlich nur 6, das hier. 7, 8. Ne, 8. Hä, wie kommst du denn da drauf? Naja, dann hast du den da unten, den du eben gezeigt hast. Dann hast du oben 3 insgesamt. 2. Dann links daneben nochmal 2. 4, 5, 6, 7, 8. Was ist hiermit? Das ist auch eine gute Frage. 19, würde ich jetzt mal sagen, oder? Mhm. Letzte Antwort? Ja. Ob das stimmt. Mm-mm. Ui. Und jetzt? Falsch. Toll. Bestimmt drei Picaras weniger. Nee, zwei nur. Also was jetzt? Also 8. Oder? Ja, kann sein. Vielleicht. Nicht. Ey, wieso? Muss mal ordentlich. Ja, eine 7 ist das. Oh, ein Fragezeichen hast du gezeichnet. Ja! Das war eine geile Erkennung. Geil. Naja, okay. Und? Jetzt bin ich dran. Nee. Auch nicht. Hoppla, das war wohl falsch. Das war einfach die anderen 10. Ja, wie viele Fische hat er denn? Na. Ja, müssen wir mal ja rausfinden. Nehmen wir an, dass das unten gezeigte Netz keine Risse hat, an einem Stück ist. Das kann doch nicht an einem Stück sein. Besteht und am Ufer beginnt und endet. Ach so, warte mal. An einem Stück. Was zieht er denn dann? 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Warte mal nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich würde 7 jetzt sagen. Jetzt kommt's drauf an. Ha! Haha, Kinderspiel. Korrekt. Zum Lösen dieses Rätsels musst du dir vorstellen, wie die nicht sichtbaren Teile des Netzes verbunden sind. Dies sollte etwa wie oben gezeigt aussehen. Und zählst du dann noch nach, wirst du feststellen, dass dir mit einem, dass du mit deinem Wurf 7 Fischlein ins Netz gegangen sind. Ah ja. Ui, so viele Buden. Wie toll. Juhu! Das nenne ich wirklich einen prächtigen Fang. Heute Abend speise ich wie ein Pascha. Hm. Das ist toll. Ja. Ja, ist auch gerade ein Stimmbruch. So, und hier ist nichts mehr, oder was? Keine Münze, kein gar nichts. Na, wusste es doch. Sagt er. Die Fische hier sind so köstlich, weil das Wasser in Webstone so herrlich klar und rein ist. Und wenn ich so weitermache, dann habe ich bald genug für die ganze nächste Woche. Hm, und der hält sich ja auch so ja. Lange. Okay, wir können nur wieder zurück.
Ach, gucke an! Ach. Oh, guten Tag, Inspektor Shelby! Sieh an, wer kommt denn da angelaufen? Guten Tag, Herr Inspektor. Sie kommen gerade vom Anwesen der Anderson? Ich weiß ja nicht, wer Ihre Informanten sind, Layton. Aber Sie sind ganz schön ausgefuchst. Ja, es stimmt. Ich komme gerade von der Villa. Aber Anderson selbst ist nicht zu Hause. Punkt, echter, soll er spielen. Bei einer Rindershow oder so. Schöne Ausrede. Aus reiner Neugier. Inwiefern spielt Sir Anderson für Ihre laufenden Ermittlungen eine Rolle? Das geht Sie zwar eigentlich einen Kehricht an, aber vielleicht können Sie sich ja nützlich machen. Ich hörte, dass Anderson unlängst selbst nach der Schatulle suchte. Daher wollte ich ihn verhören. Aber er war nun mal ausgeflogen. Und sein Hofstaat konnte mir auch nicht sagen, wo er gerade steckt. Pah! Ich wette, er hat nur so getan, als sei er nicht zu Hause. Der älteste Trick der Welt. Grummel! Der ganze Weg umsonst. Und nicht mal einen Kaffee hat man mir angeboten. Aber wieso soll Sir Anderson sich denn für die Schatulle der Pantoffel interessieren? Das weiß ich auch nicht, Luke. Leider wird uns nur Sir Anderson selbst weiterhelfen können. Dann machen wir uns am besten zu dem Schauwettbewerb auf, dem Sir Anderson ja vorsitzen soll, oder? Von mir aus kann der Kühe richten, bis er schwarz wird. Ich sehe mir das sicher nicht an. Solche Veranstaltungen sind doch nur dekadente Dackelschauen für Schwerreiche. Da fällt mir ein. Es ist offensichtlich, dass sein Interesse an der Schatulle reiner Prunksucht beruht. Wenn Sie auf irgendwelche heißen Gefährten stoßen, dann melden Sie sich bei mir. Klar? Wir helfen gerne, Herr Inspektor, auch wenn Sie so unfreundlich sind. Wenn Sie uns nur entschuldigen würden. Von mir aus, gehen Sie. Los, Barton, mitkommen. Wir empfehlen uns jetzt mal diese kleinen Kinder hier aus der... Ja, komm, les! Nee, du warst das. Ja, wohl, Chef! Dann wollen wir uns schnell zur Bühne zurückbegeben, nicht wahr, Professor? Luke, der Professor und Flora beschließen wieder zurück zur Schaubühne zu gehen. So, und wir beschließen jetzt hier Schluss zu machen. Die Zeit ist wieder erreicht, Freunde. Wir sehen uns gleich im nächsten Teil wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu. Ciao.